Hallo an alle, hier ist Laura Eisenhower. Ich bin unglaublich begeistert, so ein außergewöhnliches Individuum mit mir zu haben, das ich seit vielen Jahren kenne und den ich als Freund bezeichne, Stuart Sverdlov. Und lasst mich euch etwas über Stuart erzählen. Er ist ein begnadeter Hyperspace-Intuitiver mit Schwerpunkt auf Bewusstsein über Zeit und Raum hinausgehend, um die Grundlage von Gedankenmustern zu ermitteln, auf die alle Lebenserfahrungen beruhen. Sein Großonkel Jakob Sverdlov war der erste Präsident der Sowjetunion. Und sein Großvater war an der Gründung der ersten kommunistischen Partei in den 1930ern in den Vereinigten Staaten beteiligt. Jakobs Sohn Andrei hat den KGB ins Leben gerufen. Stuarts Großmutter war eine Sowjetspionin gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg, um die Loyalität gegenüber der US-Regierung sicherzustellen. Er wurde für spezielle Mind-Control-Experimente der Regierung rekrutiert, über 13 Jahre beim Montauk Project, was seine natürlichen Fähigkeiten weiterentwickelten. Stuart spricht 10 Sprachen. Er ist ein Experte für tiefgreifende Programmierung und die Erkennung dieser, die im Gedankenmuster von jedem Individuum eingebettet wurden. Seine Mission ist, anderen zu helfen, sich selbst zu heilen, auf eine positive Weise, um die Negativität zu vermeiden, die er selbst erfahren hat. Er wurde zweifach zum Ritter geschlagen. Er ist der Botschafter Europas für die Sacred Medical Order, der Knights of Hope, und wurde zum Großprior des New Templar Order ernannt. Stuart hat 4 Doktortitel und einen Medizinabschluss in indigener Medizin. Er ist ein außerordentlicher Professor der Panamerikanischen Universität School of Medicine. Ihm und seiner Frau gehört das Verlagsunternehmen Expansion. So, danke Stuart, bei mir zu sein. Wie geht es dir? Danke, danke. Das war eine ziemlich große Vorstellung. Ja, 100.000 Fragen können daraus entstehen. Aber ich weiß, dass ich es eingrenzen muss. Wir haben nicht so viel Zeit zusammen. Es ist großartig, dass du hier bist. Ja, da ist so viel, aber ich möchte einfach hier starten. Kannst du uns etwas über deine Erfahrungen im Montauk Project erzählen? Und was die Absichten bei den Experimenten war, die du erfahren hast? Ja, du weißt, Montauk Project war von 1970 bis 1983. Und es war im Grunde ein Auswuchs des Kalten Krieges und eigentlich des Zweiten Weltkrieges. Weil nach dem Krieg brauchten die United States einen allgemeinen Feind, vor dem die Menschen Angst haben. Denn wenn Menschen Angst haben, sind sie leichter zu kontrollieren. Und natürlich haben wir nach dem Krieg die Sowjetunion benutzt, dann die Aliens mit dem Roosevelt-Event 74 und so weiter. Und dann haben sie realisiert, wenn es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, in Relation, wir sprechen von Milliarden von Menschen auf dieser Erde, und wenn es annähernd ein paar Hunderttausend gibt, die verantwortlich für die vielen Milliarden sind, Armeen und Waffen sind da nicht genug, um die gewaltige Population zu kontrollieren, ist es das Beste, ein System des Mind Control, also Gedankenkontrolle der Programmierung zu haben. Entschuldige das Telefonklingeln, es ist ziemlich geschäftig hier, wie du weißt. Und so, im Grunde 1970, tatsächlich die späten 60er, der alte Radar, den die United States nutzten, um die sowjetischen Flugobjekte zu beobachten, die sich der Küste der United States näherten, war veraltet. Diese alte Radar-Air Force-Station zu schließen. Und sie begannen zu verfallen. Aber die eine Station Montauk, die wirklich in den Atlantischen Ozean hinausragte, am östlichen Punkt von Long Island, Ost von Lyric City, völlig von Wasser umgeben, bis auf einen speziellen Teil. Dieses Gebiet wurde in Wirklichkeit von George Washington ins Leben gerufen, im späten 17. Jahrhundert. Als Versorgungsdepot und Leuchtturm, um eine britische Invasion an der Ostküste zu vermeiden. Und sie starteten, Ebenen um Ebenen zu graben. Und wenn wir zum 19. Jahrhundert kommen, wurde bereits so tief gegraben, dass sie U-Boot-Buchten geschaffen hatten in diesem Gebiet. Und dass sie die Spitzen von antiken Pyramiden entdeckt hatten.
die auf einem Archipel gebaut wurden, das in den zentralen und südlichen Atlantik reichten, wo der antike Kontinent Atlantik gewesen ist. Es wurde in diesem Gebiet gegraben, um die Technologie freizulegen, die sie dort fanden. Und über die Jahrzehnte haben sie begonnen, ihre eigene Basis in dieser Region zu bauen. Und ich mache eine sehr lange Geschichte sehr kurz. In den 1970ern ist entstanden, was Montauk Project genannt wurde. Dieses Projekt basiert auf esoterischer Kriegsführung, Wetterkontrolle, Gedankenkontrolle, Programmierung, Alien-Verbindungen und Kontakt zu nichtmenschlichen Spezies. Und so haben sie angefangen, Menschen zu benutzen, die verbrauchbar waren. Waisenkinder, Kinder von Drogensüchtigen und Alkoholikern, Pflegekindern und so weiter. Und sogar die Obdachlosen, die sie auf den Straßen gefunden haben. Und irgendwann sind sie übergegangen, die Kinder von Armeemitgliedern und von Autoritäten zu benutzen und so weiter. Bis sie schließlich deutsche Wissenschaftler eingestellt haben, die durch das Projekt Paperclip nach dem Zweiten Weltkrieg in die United States gekommen sind. Und diese deutschen Wissenschaftler haben im Grunde ihr Programm und ihre Experimente weitergeführt beim Montauk Project. Ich habe dort begonnen, als ich 13,5 Jahre alt war. Und ich wurde in vielen verschiedenen Projekten eingesetzt, hauptsächlich im Mind Control und in der Programmierung, als auch sexuelle magische Rituale. Dort gab es einen sogenannten Montauk-Stuhl mit einer Sirius-Technologie von Sirius A, die zur Regierung der United States gebracht wurden, bei der es grundsätzlich so war, dass die Person auf dem Stuhl sitzt und die Gedankenmuster, die Mind-Patterns konnten auf einen Computer geladen werden. Und der Computer konnte aus diesen Formen physische Realität generieren und über physische Realität hinaus, sodass sie Wurmlöcher generieren konnten, Vortexe etc. Es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Einige werden eventuell daran interessiert sein, etwas mehr darüber in meinen Büchern zu lesen. Ich wurde genutzt als das, was sie Booster oder Batterie nannten für die Hauptperson auf dem Stuhl. Das war Duncan Cameron, der leider vergangenen Mai verstorben ist. Ich kannte ihn 49 Jahre und er war der älteste Freund, den ich auf diesem Planeten hatte. Er ist verstorben und ganz offen gestanden, ist jeder gegangen, mich ausgenommen. Al Bielek ist gegangen, Preston ist gegangen, Duncan ist gegangen und so weiter. Es ist ein sehr komisches und prekäres Gefühl. Es ist wie der letzte Dinosaurier zu sein. Und so mache ich meine Arbeit weiter. Vom Montauk Project, alle entsetzlichen Experimente und Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, haben die Arbeit mit den sowjetischen Wissenschaftlern, den Nazi-Wissenschaftlern inkludiert. Menschen realisieren nicht, dass die Nazis nicht 1945 beendet wurden. Sie haben fortbestanden bis zum heutigen Tag. Da gab es genetische Manipulation und so weiter. Und ich habe auch eine Aufgabe, ein Aufgabengebiet zugesprochen bekommen, wenn man es so nennen mag, um die sogenannte Hyperspace-Sprache zu lernen. Und das war die fundamentale energetische Kommunikation, das aus dem Godmind entstanden ist. Sie nannten es die Triade der Kommunikation von Farbe, Klang und archetypischen Symbolen, die als Grundlage alles Erschaffens gebraucht wird, jede Sprache, die existiert. Und sie haben auch von ihr Interaktionen gelernt. Wenn ich sie sage, ist es die Regierung. Die Interaktionen, die sie mit Aliens hatten, das ist die Art, wie sie kommunizierten, mental und technologisch, indem sie archetypische Symbole und Sprache verwendet haben, sodass sie, egal wo du bist, in welchem Teil des Universums oder in jedem alternierenden Universum, kannst du mit jeder anderen Spezies kommunizieren durch diese Hyperspace-Sprache. Eine Sache, an der ich hauptsächlich nach ein paar Jahren gearbeitet habe, war die Dokumentation des Downloads von der Sprache des Hyperspace, sodass es als Formel genutzt werden
konnte, um etwas zu kreieren. Leider hat die Obrigkeit es dafür benutzt, Schlechtes zu erschaffen, um es als Mind Control zu benutzen und so weiter. In der Arbeit, die ich jetzt mache, lehre ich Menschen die Hyperspace-Sprache, sodass sie ihr Leben kreieren können in der Art und Weise, wie sie es möchten, und nutze es in Wirklichkeit dafür, Mind Control zu deprogrammieren, um dessen Puls die Bevölkerung steht. Das ist ungefähr die Erfahrung im Montauk Project während 13 Jahren. Vielleicht kann ich nachher darauf zurückkommen, teilweise im Zusammenhang mit der Agenda, in der wir heute stehen, Zeitlinien betreffend. Ich weiß, dass du Interaktionen hattest mit Außerirdischen und von allem, was du gesehen hast. Hier sind wir als Menschheit, sprechen über Dinge wie Offenlegung. Worauf sollen wir uns vorbereiten, was rechtmäßigen Kontakt betrifft, in einem offenen Level? Was denkst du, sollen wir willkommen heißen und was sollen wir vermeiden? Sehr, sehr große Frage. Lass mich als erstes die legale Definition erklären, weil Menschen benutzen das Wort Aliens und Außerirdische als das gleiche Wort. Und das ist es nicht. Rechtsmäßig, rechtskonform in den United States. Ein Außerirdischer ist ein grenzwertiges, physisches oder nicht physisches Wesen. Das heißt, es kann von diesem Universum kommen oder von einem alternativen Universum. Wie immer. Ein Alien ist ein physisches Wesen, das von einer physischen Welt in diesem bestimmten physischen Universum kommt. So, die Begriffe sind also nicht austauschbar. Und das bedeutet, dass das Gesetz besagt, dass es illegal ist, für einen US-Bürger Kontakt mit einem Außerirdischen zu haben, weil das sehr schwer zu überwachen ist. Wobei ein Alien leichter zu überwachen ist, weil es ein physisches Wesen ist. So, in Montauk hatten wir Kommunikation mit beiden. Wir hatten Kommunikation mit Aliens von anderen Welten aus diesem Universum und auch mit vielen interdimensionalen Wesen, auch aus alternativen Universen. Es ist unermesslich. Menschen sagen, oh, wie viele Zivilisationen gibt es da draußen? Du kannst sie nicht einmal zählen. Weißt du, wenn wir in unserer Galaxie die Milchstraße schauen und von mindestens 300 Milliarden Sternen sprechen, dann sehen wir, dass 100 Milliarden von Galaxien nur in unserem physischen Universum sind. Multiplizierend bei unendlich vielen Universen kann man nicht einmal verstehen, wie viele Zivilisationen da draußen sind. Es gibt physische, nicht physische, humanoide, insektoide, animalide, alles, was du erdenken kannst, existiert. Also, wenn du die Frage nach rechtsgültigem Kontakt stellst, okay, dann weiß ich von meiner Perspektive, sie waren vor uns hier. Wir sind die Newcomer in Wirklichkeit. Und so, was den rechtsgültigen Kontakt betrifft, das öffnet sich gerade. Massenmedien berichten sogar schon über diese Dinge. Ja, wenn du dich darauf beziehst, dass die Öffentlichkeit diese Informationen bekommt, ist die Sache die, weil da gibt es gerade zwei polarisierende Gruppen, worüber wir wahrscheinlich gleich auch sprechen werden, die die Kontrolle haben für alle intensiven Zwecke. Um es einfach zu machen, gibt es eine linke und eine rechte Seite. Und so gibt es einen Plan für eine veränderte Offenlegung über Aliens. Das bedeutet, dass das, was sie in der Öffentlichkeit zeigen, nicht korrekt sein wird und es nicht das ist, was vor sich geht. Und auf der anderen Seite gibt es eine Gruppe für eine rechtmäßige Offenlegung. Und diese Gruppen stehen im Widerspruch zueinander. Und wir werden erst noch sehen, welche erfolgreich sein wird. Ich habe über viele Jahre darüber gesprochen, dass es eine Agenda mit einer Etappe zur Alien-Invasion gibt, was der Deep State, die Illuminati in Planung hatten über einen längeren Zeitraum. Und mein Gefühl ist, basierend auf dem, was gerade passiert,
mit aktuellen Begebenheiten, dass das möglicherweise verhindert wird, weil es nicht mehr gültig ist. Wie auch immer, denke ich, dass die Öffentlichkeit, im Besonderen die westliche Welt, mental und emotional nicht fähig ist, zum jetzigen Zeitpunkt die Wahrheit darüber zu akzeptieren, was da draußen wirklich passiert. Und wir müssen uns ansehen, was die Medien den Menschen aufgezwängt haben und in welche Denkweise der Angst sie gesetzt wurden. So, grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, was auf uns zukommt, worauf wir uns vorbereiten sollen. Es ist eine gute Idee, die Geschichte zu lernen, die wahre Geschichte und nicht die veränderte, um zu wissen, dass es Aliens und Außerirdische auf dieser Welt gegeben hat, seit der Stunde Null. Dass sie die Lehren der Religion vorgegeben haben, der sozialen Interaktionen, der Regierung und so weiter. Und eigentlich sollten wir uns die menschliche DNA anschauen, weil da gibt es einen umfassenden Prozentsatz von humaner DNA, das wird nicht öffentlich diskutiert, den sich die Wissenschaft nicht erklären kann, weil es nicht von diesem Planeten ist. Und jede Person, sogar jede kulturelle Gruppe, abhängig von ihrem Ursprung, hat eine verschiedene Mischung von verschiedener DNA, die nicht von hier ist. Die Menschen sollten ihre DNA-Sequenzen öffnen und Arbeit machen, innere Arbeit. Ich bin so froh, dass du das gesagt hast. Darauf liegt mein Fokus in meinen aktuellen Präsentationen. Es gibt gerade nichts Wichtigeres, als sich selbst zu erkennen. Ohne das können wir in vielen Weisen ausgespielt werden. Um selbst zu kennen, wird uns dabei helfen, Unterscheidungsvermögen zu haben, wenn diese Seiten um die Macht wetteifern. Hier sind wir jetzt, die Q-Bewegung und der Untergang des Deep States, den wir sehen können, wie Epstein und all das Verrückte in den Nachrichten und alles, was damit verbunden ist. Und natürlich die ganzen False-Flag-Versionen dieser Geschichte, denen wir auf den Grund gehen wollen. Was sind deine Gedanken dazu? Wieder eine sehr interessante Frage. Wenn du mir diese Frage vor 1,5 Jahren gestellt hättest, hätte ich wahrscheinlich eine andere Antwort für dich gehabt. Aber am 18. Juli 2080 wurde ich gefragt, ein Interview mit einem Radiomoderator zu machen. Max Steele, das ist nicht sein wirklicher Name, aber der seiner öffentlichen Person. Es war eine Radiosendung, bei der du dich selbst auf dem Bildschirm siehst, dann ihn und dann werden die Fragen auf der Seite eingeblendet und so weiter. Und es gab einen Code, den man eingeben musste, um teilzunehmen an dieser Radiosendung. Und nach einer kurzen Weile ist ganz plötzlich etwas da eingebrochen in das Audio und dann das Bild. Und es begann einfach zu schreiben, das ist Q. Und ich dachte, was passiert denn hier? Ich habe es damals nicht wirklich akzeptiert, bis jetzt. Und der Moderator wurde wirklich ungehalten. Wer bist du? Wie kommst du dazu, hier einzubrechen? Das ist codegeschützt, du kannst ja nicht einfach rein. Und es schrieb, wir wissen alles. Und dann schrieb der Moderator, heb die Stummschaltung auf und sprich. Und es hob die Stummschaltung auf. Und es war eine Computerstimme. Es war nicht wirklich eine menschliche Stimme, es war eine computergenerierte Stimme. Und der Moderator sagte, woher weißt du von Stuart? Und es sagte, wir beobachten ihn seit dem Jahr 2000. Und an dem Punkt, du kannst möglicherweise das im Archiv sehen, wenn du diese Show anschaust, begann es mir Fragen zu stellen über Alien-Agendas, die menschliche Geschichte, DNA und alles Mögliche. Und ich habe mich gefühlt, wie wenn ich da reingestellt wurde. Und es ging weiter und weiter und schließlich hörte es auf. Es schrieb wieder und dann war es weg. Der Moderator war völlig geschockt. Ich auch. Um ehrlich zu sein, am nächsten Tag hat mich der Moderator angerufen und hat mir eine private Verbindung gegeben, die, wie er sagte, sicher sei
Und ob ich bitte mit ihm sprechen würde, also habe ich mit ihm gesprochen und er sagte, die Person, die Gruppe Q, hat ihn nach der Show angerufen, dass er mir eine Nachricht mitzuteilen habe, dass ich ab dem Zeitpunkt durch sie beschützt sei. Ich habe keine Idee bis zum heutigen Tage, was das wirklich bedeutet, aber das ist passiert und unglücklicherweise, ein paar Monate später ist der Moderator plötzlich verstorben. So, die Show gibt es nicht mehr und so weiter. Die Q-Bewegung, wie ich nach und nach herausgefunden habe, vergangenen Jahr, ist rechtmäßig. Q ist keine Person, es ist eine Gruppe und es sind weniger als 10, wahrscheinlich 9. 6 davon sind tiefer militärischer Geheimdienst und die anderen 3 sind Aliens/Außerirdische. Und sie wurden über einen langen Zeitraum überwacht. Sie sind in Verbindung, der außerirdische Teil, mit, wovon ich die letzten 12, 13 Jahre gesprochen habe, mit einem Teil der Gruppe des Kulpidengürtel, wozu wir, wie ich weiß, gleich kommen werden. Und sie haben eine Agenda, den Deep State von diesem Planeten zu entfernen. Weil da draußen in den Universen, und ich sage plural, nicht nur dieses Universum, sondern auch die Parallelen und die Veränderten, dass die Erde als sehr gefährlicher Planet angesehen wird. In allen Hinsichten und Absichten ist die Erde wie der Sirius des Universums. Die Menschen werden bezeichnet als feindselig, gefährlich, unvorhersehbar, unkontrollierbar und so weiter. Und so, von meiner Perspektive, ist die Agenda von Q, die Illuminati und den Deep State zu eliminieren und die hybride reptiloide Rasse, die darauf aus ist, den Planet zu übernehmen und zu kontrollieren und die menschliche Rasse und sie dann einzugliedern in die galaktische, interuniverselle Gruppe, um unseren Prozess der spirituellen Evolution weiterzuführen. Nicht unserer physischen Evolution, die der spirituellen Evolution. Und so, der Deep State und die Illuminati wissen, dass ihre Tage gezählt sind. Und das ist der Grund, warum wir solche Attacken sehen, solche Feindseligkeiten in einem Ausmaß, das wir noch nie gesehen haben. Und leider wird das noch andauern. Und meine Meinung ist, dass wir einen unangekündigten Bürgerkrieg haben, in der Hinsicht, dass es kein erklärter Krieg ist. Er ist unerklärt und die meisten Menschen da draußen nehmen es nicht wahr. Aber wir sind tief im Krieg und der Krieg ist spirituell. Natürlich auch physisch, es ist beides, physisch und spirituell, aber hauptsächlich spirituell. So, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Hast du das Wort Außerirdische für Q benutzt? Ich würde sagen, es ist beides, Aliens und Außerirdische. Und würdest du sagen, dass sie in den Krieg verwickelt sind? Fühlen sie sich beschützt mit dem, was sie vorhaben? Oder müssen sie auf eine Art gegen diese Agenda sein? Ich meine, ich schätze, das ist wie die Wurzel des außerplanetarischen Krieges, wie mit den Draco und denen, die mit Q verbunden sind. Würdest du das so sagen? Ja, die Sache ist so. Du hast die Draco genannt, die reptiloide Gruppe, die tatsächlich die Ersten hier waren. Die Ersten, die diesen Planeten kolonisiert haben. So aus ihrer Perspektive ist es ihre Welt. Und wir sind diejenigen, die danach kamen. Und so ist die Sache so. Als sie die Rasse hybridisiert haben, seit der Zeit der Sumer, wenn wir zur Formierung der Illuminati kommen, in dem Jahr 800 vor Christus, was dann später zu einer Agenda innerhalb der Illuminati wurde, die Agenda der Draco an sich zu reißen und zu überschreiben, sodass die Illuminati sich selbst jetzt als Herrschende bezeichnen, nicht die Draco. Und so glaube ich,
dass es die Dracos selbst waren, die die Gruppe aus dem Kulpidengürtel gerufen hat, zur Koalition, um den Deep State zu überwältigen und zu beseitigen. So, es ist eine sehr komplizierte Situation. Das macht tatsächlich irgendwie Sinn. Ja, und da gibt es Fraktionen und Fraktionen innerhalb, sodass du nicht wissen kannst, wem du vertrauen kannst. Du weißt nicht, was du glauben kannst, weil sogar innerhalb einer Gruppe können Saboteure sein. Ja, die sich abgezweigt haben und ihre eigene Sache machen, um anderen Allianzen anzugehören. Und die unterschiedlichen Ebenen. Wie die menschliche Rasse. So gibt es nicht nur ein Negativ und ein Positiv. Es ist alles vermischt in einem Topf. Würdest du sagen, das ist bei fast allen Spezies so? Ja, richtig. Und sogar innerhalb von Q gibt es Infiltrationen, wenn du es so nennen magst. Ich sollte nicht sagen innerhalb von Q, aber in dem, was sie QAnon nennen, die, die Q unterstützen. Und nebenbei, Präsident Trump ist bekannt als Q+. Also er ist nicht exklusiv Q, aber er arbeitet mit Q. Q hat ihn rekrutiert, 2015. Und das ist der Grund, warum er Präsident wurde. Ich denke, er war so geschockt darüber, wie jeder andere auch, was das betrifft. Und das ist ein vollkommen eigenes Mysterium. Das ist das, was wirklich schwer ist, Menschen gegenüber anzusprechen. Weil das ist ein politischer Teil und die Menschen hier so tief verwurzelt sind in der Spaltung und für ihre Seite kämpfen müssen, ohne das große Bild zu sehen, das so wichtig ist. Aber ich glaube, dass die Mehrheit, meiner Meinung nach, meine Beobachtung, die Mehrheit der Bevölkerung der United States es in Wirklichkeit unterstützen. Viele schweigen weiterhin aus Angst vor Sportangriffen und so weiter. Ja, das macht Sinn. Ja, die Welle mit der Epstein-Sache hat so viel Gewicht in Bezug auf Verbrechen gegenüber der Menschheit, den Dingen, die passieren. Und nebenbei, er ist nicht tot. Richtig, ich glaube das auch nicht. Nein, er wurde irgendwo beiseite geschafft, bis zum richtigen Zeitpunkt, der sehr bald sein wird. Ich denke, im Oktober oder früher wird es Veröffentlichungen und Deklassifizierungen von Anklageschriften geben, von Leuten, von denen es nicht geglaubt werden kann. Ja, an diesem Punkt kann mich nicht mehr viel schocken. Es wird sicherlich sehr interessant werden. Und ich kann mir das Aufrütteln kaum vorstellen, dass viele Leute dadurch treffen wird, die sich so mit diesen Gestalten verbunden haben. Gibt es noch etwas anderes zum Kuipengürtel, das du mit uns teilen möchtest, bevor wir das Thema wechseln? Ich denke, dass die meisten gar nicht wissen, was der Kuipengürtel wirklich ist. Ja, wie ist es zu verstehen? Wenn wir uns unser Sonnensystem vorstellen, die Sonne und die Planeten um das Sonnensystem herum im Orbit, am äußeren Ende unseres Sonnensystems, eigentlich vom Planeten Neptun aus, gibt es dieses Feld, das Kuipengürtel genannt wird. Das ist ein energetischer Ort. Du kannst es dir wie eine Membran vorstellen, die die Zelle unseres Sonnensystems umschließt. Und darüber hinaus gibt es etwas, das die Oortsche Wolke genannt wird, O-O-R-T. Und die Menschen denken, dass unser Sonnensystem mit Pluto endet. Aber in Wirklichkeit gibt es Planeten, die viel weiter draußen sind, der Oortschen Wolke. Pluto ist in Wirklichkeit im Kuipengürtel. Und dann gibt es die Planeten in der Oortschen Wolke. Und das ist, wo die Flotte der Transportmittel und Zivilisationen des Universums und Interuniversal sich zusammengeschlossen haben und fast wie einen Ring um unser Sonnensystem gesetzt haben. Fast wie ein Embargo, wenn du es magst. Dann haben sie sich nach innen vorgearbeitet. In Wirklichkeit sind sie dort seit 1930. Es ist nicht neu. Es ist nur erst diskutiert worden in den letzten 12, 13 Jahren. Aber sie waren dort schon. Und jetzt schließlich setzen sie Handlungen.
Es wird interessant werden, wenn wir unser Bewusstsein erweitern, dass wir astrologische Sternenkarten haben werden, die so viel mehr repräsentieren als die Planeten, mit denen wir zurzeit arbeiten, wenn wir dorthin schauen werden. Ja, unbedingt, da stimme ich zu. Ich denke, dass jetzige Astrologie völlig inkorrekt ist. Es ist für vieles nicht gültig. Ja, richtig. Ich sehe es als Türschwelle, um uns selbst von einem sehr, sehr niedrigen Level zu befreien, im Vergleich zu dem, was da draußen wirklich ist. Wir als Menschheit, ich meine, wir haben etwas über rechte und linke Seite gesprochen und dass die Menschheit über eine ziemliche Zeitspanne in der Mitte gefangen war. Und du hast angesprochen, dass die Zahlen höher sind, dass das Positive passieren wird. Und so, wie beschreibst du Zeitlinien? Ich weiß, dass bei einigen, in das du involviert warst, das ganze Konzept der Zeitlinien eine sehr bedeutungsvolle Sache war. Wo stehen wir heute? Haben sie sich verdichtet? Haben wir einige Zeitlinien fallen lassen? Kannst du uns helfen zu verstehen, wo die Menschheit steht, was Zeitlinien genau sind und was das alles mit der Zeitlinie des Aufstiegs zu tun hat und die andere Zeitlinie, die der Phantomerde? Und kannst du uns deine Gedanken dazu sagen? Wir könnten uns einen Monat damit befassen oder zwei. Ich weiß. Spring einfach rein, wo du möchtest. Ich versuche alles zusammenzufassen, so gut ich kann. Im Montauk Project, eine der Agenten der zu dieser Zeit geheimen Regierung, also die geheime Regierung wurde zur öffentlichen, aber die zu der Zeit, damals noch geheimen Regierung, hatte eine Agenda in der Zeit zurückzureisen, um Dinge zu verändern, um ihre Machtposition zum aktuellen Zeitpunkt deutlich zu festigen. Und sie unternahmen unterschiedliche Dinge, um das zu versuchen. Aber was sie gelernt haben, ist, du kannst die Vergangenheit nicht verändern, weil unser Jetzt, unsere aktuellen Momente, laufende Vorgänge basieren auf die generelle Akzeptanz der geschichtlichen Vorkommnisse, die zum jetzigen Augenblick geführt haben. Und jeder, der inkarniert ist zu diesem Zeitpunkt, hat diese historischen Vorkommnisse akzeptiert. So, zum Beispiel, sie sind in der Zeit zurückgereist und haben versucht, Hitler zu ermorden. Und sie sind gescheitert. Und sie sind zurückgereist und haben versucht, verschiedene Dinge der römischen Geschichte zu verändern und der griechischen Geschichte. Und haben versucht, die Christusfigur zu vernichten. Sie sind gescheitert. Was sie gelernt haben, ist, jede Zeitlinie ist einzigartig. Und es gibt unendlich viele Zeitlinien. So, der God-Mind hat jede Möglichkeit kreiert, die möglicherweise existieren kann, zeitgleich. Also faktisch kannst du nichts verändern, weil das Veränderte ja bereits existiert. Also wenn du eine dieser Veränderungen annehmen möchtest, musst du in eine alternative Zeitlinie gehen, der diese Veränderung aufgetreten ist. Kannst du dir das klar machen? So, es ist, als ob das alles schon existiert. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendwas zu verändern. Richtig. Es existiert auf unterschiedlichen Ebenen. Richtig. So zum Beispiel, es gibt eine Zeitlinie, in der Atlantis niemals untergegangen ist. Es existiert fort. Eine Zeitlinie, in der die Deutschen den Krieg gewonnen haben, alles übernommen haben. Eine Zeitlinie, in der es kein Leben auf der Erde gibt. Und alles, was du dir vorstellen kannst, existiert. Vorgespult zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir uns CERN in der Schweiz anschauen. Der große Hadronenspeicherring, großer Teilchenbeschleuniger, in dem man den göttlichen Funken sehen kann. Was natürlich eine Coverstory ist, weil alles aus göttlichen Teilchen besteht. Alles von dem Göttlichen erschaffen ist. Was sie wirklich versuchen zu machen ist, du hast die Anspielung auf früher angesprochen. Sie versuchen, die veränderte Zeitlinie, in der ihre Agenda in Kraft getreten ist, mit unserer Zeitlinie zusammenzufügen. Und das ist der Grund, warum die Menschen anormale Zeitsituationen erleben. Dinge tauchen auf und verschwinden wieder. Ist das der Mandela-Effekt? Bezeichnest du das als den Mandela-Effekt? Ich weiß, weißt du, ich mag die Bezeichnung nicht. Ich denke, dass es eher wie ein Durchschlagen ist. Es ist wie ein Ausschwitzen von Dingen. Wie auch immer.
Du wirst es bemerken, jedes Mal, wenn CERN etwas versucht zu tun, werden sie sabotiert. Regelmäßig. Die Maschinen ausgeschaltet. Das letzte Mal, eine lächerliche Titelgeschichte, ein Eichhörnchen hat einen Draht zerbissen und hat ihre Maschinen lahmgelegt. Das ist wie wenn du ein milliardenschweres Equipment hast mit einem freigelegten Kabel, das ein Eichhörnchen durchbeißen kann. Wirklich? Es ist ein Deckmantel, weil die Wesen aus dem Kuipergürtel sie sabotieren, um das zu verhindern, dass die Zeitlinien zusammengeführt werden. So, die gute Nachricht ist, wir stehen unter Beobachtung, es wird uns geholfen, wir werden beschützt, wenn du so magst. CERN wird nicht erfolgreich sein, nicht erfolgreich sein. Und die Gefahr dessen, was sie tun, ist, dass sie möglicherweise die Ausrüstung überlasten und ein schwarzes Loch erschaffen, das alles schlucken wird. So, sie müssen sabotiert werden, sie müssen gestoppt werden und sie werden gestoppt. Ja, ich habe davon gehört. Wie viel ist davon zusammengewürfelt? Ich meine, gibt es irgendwo einen Platz, an dem, ich glaube nicht, dass alles entweder positiv oder negativ ist, also wo wirkliche Integration der Polarität ist? Ich meine, sind diese höher entwickelten Wesen schon auf einer Ebene von Integration, würdest du das sagen? Assistieren sie oder ist es immer noch sehr polar, womit wir es zu tun haben? Auch eine sehr interessante Frage, Laura. Die Sache ist die, es ist so, in dem Kuipergürtel, lass es uns so sagen, einige dieser Wesen sind nicht dort, weil sie sich um uns sorgen. Sie sind dort, um sich selbst zu schützen. Weil jedes Mal, wenn es eine nukleare Explosion gibt, jedes Mal, wenn es einen Strahlungsleck gibt, hat es Effekte auf ihre Realität, weil es durchblutet. So, wir attackieren in Wirklichkeit sie auf eine gewisse Weise. Und daher sind dort Spezies, insbesondere die Insektoiden-Spezies, die Teil davon sind, sie wollen die menschliche Rasse vernichten, weil sie sagen, dass die Menschen wie Schädlinge sind, dass sie nutzlos sind. Es gibt andere, die uns einsperren wollen, wie in einem Zoo, und rundherum einen Zaun errichten. Und ja, es gibt auch die, die ein etwas höheres spirituelles Bewusstsein haben, die uns auf gewisse Weise helfen wollen. Aber es gibt das kosmische oder das göttliche Gesetz. Wenn du Kenntnisse erzwingst oder einer Spezies Wissen weitergibst, die dafür noch nicht bereit ist, dann kreierst du schlechtes Karma, das auf dich zurückfällt. So zum Beispiel nehmen wir ein Kind, dem du einen Schlüssel von einem Maserati gibst. Sie werden sich möglicherweise selbst umbringen. So, du musst das Kind unterrichten, zu wachsen. Es muss lernen, zu fahren und so weiter, bis es bereit ist. Das ist das Dilemma. Es passiert so viel, den Deep State-Illuminati betreffend, dass die Zeit fehlt, Menschen sich entwickeln zu lassen, wenn du so magst. Es gibt die Agenda, das Negative zu eliminieren und ein neues, wohlwollenderes Kontrollsystem übernehmen zu lassen, bis die Menschheit bereit ist, höhere spirituelle Realität gelten zu lassen. So, das ist das Dilemma, das gerade passiert. Ja, wir sind ihrer Gnade ausgeliefert, was mit dem Rest des Kollektivs passiert. Je nachdem, was sie entscheiden. Entsprechend der Wegstrecke, der Zeitlinie. Oder wir tun unsere Arbeit und stellen uns als fortgeschrittene Seelen auf und kommen zurück zu dem, was wir wissen, was wir wirklich sind und wer wir wirklich sind. Haben wir die Möglichkeit, an diesem Wahnsinn vorbei zu navigieren? Glaubst du das? Okay, auf diesem Planeten jetzt gibt es fast 8 Milliarden Menschen. Von diesen 8 Milliarden, vielleicht etwas über 6 Milliarden, sind auf einer sehr niedrigen spirituellen Geisteshaltung. Ich sage es so. Das hat nichts mit Rassismus, Vorurteil zu tun. Es ist einfach so. Die meisten Menschen des Planeten haben kein sauberes Wasser, sie haben keine Technologie, sie haben nichts. Null. Menschen verstehen das nicht. Siehst du? Sie sehen diese 6 Milliarden nicht. Und so diese anderen knapp 2 Milliarden, sie sind verantwortlich dafür, die anderen zu erheben. Weil je mehr du weißt, umso mehr Verantwortung hast du, dich um die Dinge zu kümmern und auch beizustehen. Siehst du, ich denke, die Antwort auf deine Frage ist, es kommt drauf an, ein gemischter Topf.
Ja, genau. Wenn jemand hereinkommt, du bist umso mehr im Dienst, je mehr du weißt und umso mehr Verantwortung hast du. Verantwortung, sicherlich. Und das macht es so schwierig für jemanden, sich weiterzuentwickeln, auch wenn er es könnte. Da ist der Berufungsfaktor und nicht aufzugeben. Bis ein gewisses Ziel erreicht ist. Und ich habe das Gefühl, dass viele dieses Ziel erreicht haben. Viele Seelen, die zu dieser großen Mission da sind. Da ist eine Energiewelle wahrzunehmen. Aber wir sind hier, wir hören über künstliche Intelligenz, Transhumanismus und diese ganze Idee des Aufstiegs. All diese verschiedenen Möglichkeiten zerren ständig an den Menschen. Und was ist das Gesündeste in deinen Augen, soweit du beobachten kannst? Ich habe mich mit künstlicher Intelligenz und Transhumanismus nie wohlgefühlt. Es ging mir mehr um Aufstieg, mehr basierend auf die Entwicklung der DNA, Aufwachen, Bewusstwerdung, was Junk-DNA wohl wirklich ist, anstelle dessen, wie es anders definiert wird. Was ist deine Meinung zu künstlicher Intelligenz und Transhumanismus? Gibt es eine positive Version daraus? Okay. So, künstliche Intelligenz ist interessant, weil mein jüngster Sohn ist sehr in dieses Feld involviert. Von der Perspektive der jungen Personen, künstliche Intelligenz ist wie Aufwachen und Atmen und Zähne putzen. Es ist einfach normal, weißt du? Ich stimme dir zu, dass diese Art von Technologie auch hilfreich sein kann im Alltag, wenn es entsprechend verwendet wird. Aber wenn du ihr erlaubst, dich zu kontrollieren, dann ist es nicht richtig. Aber wenn du die geistige Kapazität hast, alles um dich herum zu kontrollieren in angemessener Weise, dann ist es okay. Die Sache ist die, wenn Technologie, egal in welcher Zivilisation, das spirituelle Bewusstsein überschreitet, dann führt das zu einem sehr schlechten Ergebnis. Die Spiritualität muss entweder höher sein oder mindestens gleich weit zur Technologie, um angemessen damit arbeiten zu können. Absolut, ja. Und unsere Gesellschaft, leider, die Technologie ist hier oben und die Geisteshaltung ist sehr niedrig. Und das ist das andere Thema, das unsere Gesellschaft betrifft in Bezug auf Transhumanismus, wenn es überhaupt in diese Kategorie fällt, weil Menschen so involviert sind in Drogenkonsum. Die ganze Zeit vom Computer sitzen, Sexualitätsthemen. Sie haben sich selbst geöffnet für astrale Anheftungen. Und das ist der Grund, warum wir so viele Grausamkeiten sehen und Verbrechen und einen kompletten Zerfall von Moral, nicht nur in den United States, auf der ganzen Welt. Und so, das ist ein anderer Punkt, wo Menschen nicht mehr menschlich sind. Und ganz ehrlich, Laura, wir sind nicht wirklich menschlich, weil wir sind so ein DNA-Mix von anderswo. Wir sind Hybride. Also sind wir in der Tat noch nicht mal eine natürliche Rasse, mit der wir beginnen können. Wir sind nicht natürlich auf diesem Planeten. Eine natürliche Spezies kann rausgehen, sich selbst ernähren. Kein Problem, keine Frage. Wir müssen uns bekleiden, ein Dach über dem Kopf und Essen beschaffen. Ja, es ist wie eine große Anstrengung, überhaupt zu leben. So, wir sind nicht natürlich auf diesem Planeten. Es ist wie, wir sind Außerirdische auf diesem Planeten, nicht natürliche Wesen. Richtig, ich weiß, es ist völlig verrückt. Ich denke ständig darüber nach. Und ich habe das Gefühl, es wäre so einfach, aufwachen, wie ein Delfin zu schwimmen. Was ist das? Was ist das, was wir hier sind? Dieses hier. So. Wenn du an Aufstieg denkst, da gibt es viele Definitionen in den Vorstellungen. Und manchmal geht es Richtung New Age-Programmierung und sogar Täuschung. Wie würdest du es in Form bringen, in eine Richtung für die Menschen? Okay, so. Menschliche Wesen auf der Erde nutzen weniger als 3% ihrer DNA-Kapazität und nur 10% ihrer Gehirnkapazität. So, das ist sehr ineffizient. Von meiner Warte,
Um aufzusteigen, bedeutet es, den Rest der DNA-Sequenzen zu öffnen, die volle Kapazität deines Gehirns zu öffnen und deines Geistes, das etwas anderes ist als das Gehirn. Das Gehirn ist die Ausrüstung, das der Geist nutzt. Du bist der Geist. Das hier ist dein Equipment. Wenn du die Fähigkeit des Equipments öffnest, um den Geist zu erlauben, sich zu manifestieren, das ist Aufstieg. Und es gibt viele verschiedene Ebenen davon. So dass es heißt nicht, dass Christus zurückkommt und mit Flügeln und Harfen herumschwebt. Es hängt an jedem Einzelnen, individuell an uns selbst zu arbeiten und unsere Fähigkeiten zu erkennen und zu lernen und andere zu unterrichten. Das ist, was ich als Aufstieg bezeichne. Alles, was du jemals brauchst für die Ewigkeit, ist bereits in dir. Es ist schon da. Es ist nur eine Frage, sich dessen bewusst zu werden, es angemessen zu nutzen. Das ist mein Verstehen von Aufstieg. Absolut. Da resoniere ich. Und unser Einsatz und unsere Hingabe, das zu tun, hast du das Gefühl, das kann 5G kompensieren und das kann die Frequenzen, die Attacken durch die dunklen Technologien außer Kraft setzen, die wir als Menschen erfahren? Okay. Ja, lass mich das erläutern. Erstens, wenn ich kurz auf Q zurückkommen kann. Q hat bereits gesagt, dass Präsident Trump die 5G-Technologie verändern wird in den United States, sodass es nicht schädlich für die DNA ist und die Personen. Das ist in den United States. Das ist, warum wir keine Chemtrails mehr haben. Das hat er gestoppt, das Chemtrail-Programm. Du siehst sie nicht mehr. Kaum mehr. Kaum mehr, ja. Und das wird eventuell weltweit werden. So, die Agenda des Deep States war, Technologie zu erschaffen, um DNA und Gedankenmuster zu verändern, damit Menschen ein Roboterteil ihres computergesteuerten Systems werden. Das wird beendet werden. Das wird beendet werden. Wir müssen auch ein Augenmerk haben auf die Gedankenmuster der Spezies in Bezug auf Verletzbarkeit und durch andere kontrolliert zu werden. Wenn du ein verletzliches Gedankensystem hast, dann erlaubst du anderen, dich zu ihrem Vorteil zu nutzen. Wenn du das entfernst, dann kann keine der feindlichen Technologien mehr Einfluss auf dich haben. So, das ist der Grund dafür, dass ich meine Arbeit mache, Menschen darin zu unterrichten, ihre negativen Gedankenmuster zu lösen, die Programmierung zu entfernen, ihre DNA zu öffnen, ihr Bewusstsein zu öffnen, sodass sie eine wohlwollende, positive Erfahrung nach außen in die Welt projizieren können, sodass all diese Dinge keinen Effekt mehr haben, keine Tyrannisierung, keine Unterdrückung und so weiter. Hiervon hängt es ab. Das ist im Grunde das Endergebnis. Ja, was du machst, ist ein unglaubliches Geschenk, das du der Menschheit gibst. Und es ist riesig, weil der Welleneffekt massiv ist. Wenn sich eine Person in ihre Fähigkeit stellt, diese hält und darin bleibt gegenüber den Freunden und der Familie, ohne es zu verstecken, das ist wirklich wichtig. Da ist so viel über deine Familiengeschichte zu wissen und so viel, in das du geschult und unterrichtet wurdest, so viel, das du mitgebracht hast, das dir angeboren ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du jetzt genannt hast, meine Familiengeschichte, wenigstens mit meinem Großonkel Jakov, den du genannt hast, der der erste Präsident der Sowjetunion war. Um ehrlich zu sein, er war ein Diktator und ich weiß, dass aufgrund seiner Regeln und Reglementierungen viele Millionen von Menschen umgekommen sind in der Sowjetunion. Ich habe es auf mich genommen, das zu bereinigen im Namen meiner Familie. Und ich werde nicht vergessen, als ich in St. Petersburg war, eine KGB-Agentin kam auf mich zu und sagte zu mir, ich soll in die Kathedrale in St. Petersburg gehen, zu der Gruft der Romanow-Familie,
weil mein Großonkel die Ermordung der Romanow-Familie angeordnet hatte in Jekaterinburg. Und um das zu ehren, haben sie Jekaterinburg in Sverdlovsk umbenannt, nach Sverdlov, meiner Familie. Und so bin ich zu der Gruft der Romanow-Familie gegangen und habe mich bei ihnen entschuldigt im Namen meiner Familie. Und das Interessante, Laura, ist, dass ein paar Jahre später war ich in Jekaterinburg, was jetzt Sverdlovsk ist, und ich habe hier ein Seminar gehalten. Und da waren russische Soldaten und andere Menschen im Publikum und ich war, Gott, was werden sie über mich denken? Und eine Frau hat ihre Hand gehoben, weil ich gesagt habe, ich möchte mich entschuldigen bei den russischen Menschen im Namen meiner Familie für alles, was ihnen angetan wurde von meiner Familie. Sie hob ihre Hand und ich sagte ja und sie sagte, vergiss es, du solltest als Präsident kandidieren. Das ist so cool, ich liebe es. Das ist russische Mentalität. Das ist großartig. So großartig. Ja, ich weiß. Da sind so viel mehr Fragen zu fragen, aber ich weiß, dass wir zum Ende der Stunde kommen. Kannst du noch kurz alle Bücher nennen, die du geschrieben hast? Und oh mein Gott. So dass die Leute einfach... Laura, das ist die schwierigste Frage, die du mir heute Abend gestellt hast. All diese Bücher, es müssen über 20 sein. Ich meine, da ist das Buch Hyperspace Helper. Blue Blood, True Blood. Stuart Says. Es gibt True Reality of Sexuality. 13 Cube, Diary of the Monarch. Und so viele, so viele. Wenn du auf meine Webseite gehst, expansion.com, wirst du sie sehen. Aber Laura, ich habe gerade drei Bücher fertiggestellt. Eines heißt King Bee, Queen Bee, über die wahre Geschichte von Jesus und Maria Magdalena und die Geschichte des Mittleren Osten. Die wahre Geschichte. Zusammen damit gibt es ein anderes Buch, das ich fertiggestellt habe. Das heißt The Template of God Mind, das alle Übungen aus den antiken Manuskripten enthält, die den Geist öffnen, sich zu den spirituellen Ebenen zu verbinden. Unglaubliche Informationen. 5.000, 6.000 Jahre alte Informationen, die ich bekommen habe, übersetzt habe und in Buchform gebracht habe. Eines meiner Lieblingsdinge ist, gerade fertig, hunderte Seiten dick. Ich habe 15 Jahre daran gearbeitet. Es ist ein medizinisches Buch voller alternativen medizinischen Informationen und Vorgehensweisen, das ich The Alternative Medical Apocrypha genannt habe. Daran arbeitest du gerade? Das ist noch nicht raus, oder? Ja, es wird 600, 700 Seiten haben. Ich habe das Editorial gerade fertig und es soll bald draußen sein. Es ist so viel gerade. Mein Kopf platzt. Es wird sehr bald draußen sein. Und nächstes Monat, für jeden, der interessiert ist, hier in St. Joseph habe ich jedes Jahr, was ich September-Spektakel nenne, eine einwöchige Schulung, beginnend am 16. September bis zum 20. Wir werden all das behandeln und es 5 Tage in der Woche unterrichten, 8 Stunden am Tag. Und ich werde so viel Informationen wie möglich dort hineinpacken. Du kannst auf expansion.com nachschauen, wenn Interesse ist. Ja, und du hast einen Podcast mit Janet, der regelmäßig ist. Jede Woche. Außergewöhnlicher Podcast, weil es alles verfolgt, was vor sich geht. Der Zeit. Und mit deinem Bewusstsein, das zu verbreiten, was vor sich geht, ist unglaublich hilfreich. Jeder kann die Informationen auch auf deiner Website finden, oder nicht? Ja, richtig. Und es gibt YouTube. Weißt du, was interessant ist, Laura? Während des letzten Jahres ungefähr, sobald wir den Podcast auf YouTube stellen, YouTube zensiert es sofort. Die Menge der Aufrufe. Da passiert so viel Zensur gerade. Ja, ich bin mir sicher, du hast dich mittlerweile daran gewöhnt, aber das Level an Angriffen und Versuchen, dich zu stoppen, muss relativ extrem sein. Ja, richtig. Wir schätzen dich sehr in der Familie und all das, was du und Janet tun und sie auch. Ich bin so froh, dass es dir möglich war, mit mir zu sein an diesem Abend und mit mir zu sprechen. Ich bin seit langem so durch dich inspiriert. Ich mache nicht viel Interviews, aber ich wusste, ich muss mit Stuart sprechen.
Es ist ein absolutes Vergnügen und ich bin so glücklich, mit dir zu sprechen und dein Gesicht wieder zu sehen. Also vielen Dank für deine Einladung. Absolut. Es ist expansion.com, richtig? Expansion.com. Vielen, vielen Dank, Stuart. Danke an alle fürs Einschalten. Alles Gute.